Hallo, liebe 96-Fans, wir haben uns für euch was ganz Besonderes ausgedacht in der Vorweihnachtszeit. Da habe ich gleich an meine Mama gedacht, weil die in der Altenpflege arbeitet, schon sehr, sehr lange. Mein Vater hat sich bei mir leider angesteckt, wo er mich besucht hat und ist leider Anfang Februar auch dran gestorben. Die hat aber vor 4 Jahren dann aufgehört zu arbeiten und damit brauchte Kian dann eine Spenderernährung. Wollen euch ein bisschen überraschen. Ich fahre heute zum Luca. Ich werde heute zu Kilian fahren. Ich besuche die Annette. Luca weiß noch nichts. Ich habe auch ein kleines Geschenk für ihn mitgebracht und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Also auf geht's und kommt mit. Wir sind jetzt angekommen in Adelheidsdorf beim Luca. Sein Zimmer ist da ganz oben links. Die Rollladen sind schon runter. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hallo. Hallo Luca. Hallo. Was geht ab? Linton, freut mich. Dankeschön. Alles gut? Oh. Bleib ruhig. Alles gut bei dir? Ja. Ja? Wir wollten dich halt mal überraschen. Dankeschön. Ich hab gehört, du weißt von nichts. Nee, weiß ich auch nicht. Nee? Na dann, ich hoffe, die Überraschung ist gelungen. Dankeschön. Ja? Ja, cool. Hallo. Ich glaube, er hat es nicht so richtig realisiert am Anfang. Hat nett reagiert. War lustig auf jeden Fall. Aber ich glaube, er hat es noch nicht ganz so richtig realisiert. Also Linton ist heute vor der Haustür gewesen. Meine Eltern haben mir nichts davon erzählt. Ich war komplett geflasht, dass er vor der Haustür stand. Mir haben die Worte gefehlt, weil ich wirklich so geflasht war. Lass uns reinkommen. Ja, klar. Ja, danke schön. Hallo. Hi. Na, Hi. Vanilla Heiz. Also mein Mann und ich waren total aufgeregt, weil wir das ja alles irgendwie heimlich machen mussten. Ja, wir haben so einfach ein paar Leute mit involviert, damit wir da einfach auch mal was loslassen können sozusagen, weil wir ja fast geplatzt sind vor Freude und haben uns dann halt überlegt, wie wir es am besten machen, dass es für Luca einfach normal ist, als wenn nichts wirklich Dolles passiert. Und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt, denn er hat echt toll reagiert. Ich habe gehört, du kannst mich ganz gut leiden als Spieler. Ich hoffe, das ist immer noch so. Genau, und deswegen haben wir dir was Kleines mitgebracht. Hier von mir. Signiert von allen. Wie kam das zustande, wenn ich fragen darf? Ja, also ja, wir hatten eigentlich das schlimmste Jahr ever bei uns in der Familie. Ja. Mit ja, einen doofen Anfang. Ich musste 3-mal ins Krankenhaus wegen einer Erkrankung. Mhm. Beim 2. Mal, wo ich im Krankenhaus war, habe ich leider Covid-19 bekommen im Krankenhaus. Mhm. Ja, ohne dass ich wusste, dass ich krank bin. Ich hatte zwar Symptome, aber habe es halt auf einen grippalen Infekt gestellt, sage ich mal. Bin ich nach Hause gekommen und mein Vater hat sich bei mir leider angesteckt, wo er mich besucht hat und ist leider Anfang Februar auch dran gestorben. Okay. Ja, und genau zu der gleichen Zeit, wo wir dann, ja, wo der Papa von mir um sein Leben gekämpft hat, haben wir gleichzeitig erfahren, dass die Mama von Björn, von meinem Mann, Brustkrebs bekommen hat. Mhm. Ja, das war natürlich ja, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und 14 Wochen später ist dann auch noch Lukas Uroma gestorben. Mhm. Also das reicht dann für dieses Jahr, ne? Boah. Also, er hat uns die ganze Zeit immer Mut gemacht, hat immer wieder ja, uns auch getröstet, so mich vor allem auch getröstet, meine Schwiegermutter während der Krankheit begleitet und deswegen hat das einfach verdient, dass er einfach mal eine tolle Überraschung bekommt. Das ist ja natürlich scheiße, wie das so gelaufen ist das Jahr, wenn man das so sagen kann. Es tut mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe, dass das jetzt doch noch ein ganz schöner Abschluss des Jahres ist. Hab mich sehr gefreut. Ja. Und das nächste Jahr kann es nur besser werden. Das hoffe ich mal, ja. Geht nur bergauf. Ja, es hat mich auf jeden Fall sehr mitgenommen. Man
Man hört es oft mal oder man liest es irgendwo, aber wenn man dann mit Betroffenen mal so spricht, ist es schon was anderes. Es ist auf jeden Fall, ja, denke ich, nicht einfach, und ich hoffe, ich konnte mit dem Besuch oder wir konnten mit dem Besuch, ja, der Familie ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich denke, es hat ganz gut geklappt und die haben sich alle gefreut. Also, ich bin komplett geflasht. Also, damit habe ich gar nicht gerechnet. Für Lukas' Schwester haben wir auch noch was Kleines mitgebracht. Hier ein Trikot für dich. Viel Spaß damit, gerne. Das war total schön. Und Alia wusste ja auch nichts davon. Also wir hätten es ihr auch nicht sagen können. Sie hätte dich dicht halten können, glaube ich. Die wäre geplatzt vor Freude. Ja, und ich glaube, sie hat sich auch total gefreut über ihr Trikot. Dankeschön. Hier ist mein Zimmer. Kannst du auch mal reinkommen. Wow. Die Farbe, die gefällt mir. Ja. Ist auch das Ziel. Und das Stadion. Hättest du Bock auf FIFA? Na klar, gerne doch. 22? Ja. Total toll. Also, er ist so entspannt und so lieb und nett. Und ja, Luca und er haben eine tolle Zeit gehabt. Das war echt toll. Also, total nah dran. Und also, für uns war das mega. Also, wie gesagt, wir haben ja noch eine kleine Überraschung für dich. Wie ich jetzt gehört habe, hast du die auch wirklich mehr als verdient. Und ja, ich freue mich, dass wir dich zu unserem nächsten Heimspiel einladen können. Du vor Ort mal zuschauen kannst und ich glaube auch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen darfst. Oder? Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, dich mal mitzunehmen, und ich würde dir gerne mal alles zeigen, wenn du willst. Wenn du da auch natürlich Lust hast. Ja. Ne? Ja? Super, ja. Perfekt. Dann machen wir das. Ja, es war echt schön. Die lange Anfahrtszeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke, wir konnten ihn ganz gut überraschen. Also wir haben zu danken, dass ihr da so eine tolle Überraschung gemacht habt. Mit sowas hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Und als ich dann aufgelegt habe, wo wir es erstmal telefoniert haben, da musste ich echt erstmal weinen, weil ich so happy war, dass wir ihn so überraschen dürfen. Es war so toll. Ja. Es war einfach wirklich wie so ein Traum, der dann jetzt wahr geworden ist dadurch. Kian kam mit einem Gendefekt auf die Welt, hat eine funktionierende Niere gehabt, und in dieser Niere hat sich kurz vor seinem zweiten Geburtstag ein Tumor gebildet, sodass die Niere entfernt werden musste. Dann hat die zweite Niere, die im Becken saß, die Funktion übernommen. Die hat aber vor 4 Jahren dann aufgehört zu arbeiten, und damit brauchte Kian dann eine Spenderniere. Ich werde heute zu Kilian fahren und ich habe dem auch eine Kleinigkeit mitzubringen, und ich würde sagen, fahren wir jetzt mal hin und ihr kommt einfach mit. Wir sind jetzt angekommen in Egesdorf, meine quasi zweite Fußballheimat, und hier wohnt auch der Kilian, und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, ob er zu Hause ist. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Ich bin Henrik. Hallo. Und du bist? Kilian. Hallo Kilian. Dürfen wir denn reinkommen? Ja. Ja, solche Aktionen sollten wir auf jeden Fall öfter machen. Ich denke, gerade zur Weihnachtszeit ist sowas wichtig, um eben auch anderen Menschen etwas zurückzugeben. Aber ich denke, über das ganze Jahr hinaus verteilt sollten solche Aktionen immer wieder eingestreut werden. Und so handhaben wir das auch. Und ich denke, genauso ist es auch richtig. Ja, freut mich, dass wir kommen durften. Jungs, was ist los? Ein bisschen sprachlos? Braucht ihr überhaupt nicht sein. Braucht ihr überhaupt nicht sein. Genauso ein Junge wie ihr. Was macht ihr in eurer Freizeit? Ein Handy spielen, bisschen Lego spielen. Wir haben dir was mitgebracht, beziehungsweise euch allen. Wollt ihr das mal sehen? Das ist für dich. Ist zwar noch nicht Weihnachten, aber ich würde sagen, könnt ihr trotzdem aufmachen. Ich glaube, das ist für dich. Das ist für dich. Gerne. Ja, du musst mal auspacken, los. Ich hoffe, du magst Schokolade. Ja. Sehr gut. Ui. Cool.
Den ziehe ich morgen an. Das ist übrigens genau der Pullover, den wir auch immer auf Auswärtsfahrten anhaben. Wir haben ja immer die gleichen Sachen an und damit reisen wir dann quasi durch Deutschland. Nett, mega nett, sympathisch und ich glaube, Kian hat es, glaube ich, auch gefreut, dass er da war. Kann häufiger kommen. Jetzt weiß ich, was du auf jeden Fall mit "ich spiele viel mit Lego" meinst. Krass. Also wenn man einmal die Diagnose Krebs hatte, ist jeder Arztbesuch immer schwierig. Also ja, man muss halt damit versuchen zu leben, umzugehen. Und das, was wir immer gesagt haben, ist, egal was war, anderen geht es viel schlechter als uns. Na, also wir brauchten nur eine Niere, andere Menschen brauchen ein Herz und das ist viel schlimmer. Vor allen Dingen wird man dann natürlich auch immer daran erinnert, dass die eigenen Probleme, die dann wirklich nicht so schwer sind, eigentlich leichter zu vergessen sind und ja, man sich immer dann auf die wichtigen Dinge besinnt. Hättest du vielleicht Lust, oder vielleicht auch ihr zusammen, wenn dann hoffentlich bald Corona irgendwie uns alle ein bisschen verlassen hat, nochmal ins Stadion zu kommen? Dann würden wir euch nämlich einladen. Würde wahrscheinlich erst nächstes Jahr, also jetzt im Frühling oder so, passieren. Aber wenn du und deine Familie Lust habt, dann kriegen wir... Ja, also ich ja. Musst du sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Und du musst auch nicht ja sagen, wenn du keine Lust hast, aber ich... Ich hab Lust. Du hast Lust. Man fiebert am Wochenende immer mit. Extra Sky, damit man bloß nichts verpasst. Und ja, das schwappt dann halt über. Und wenn man dann selber mit den Kindern ins Stadion geht, für die Kinder ist das immer ein Highlight im Stadion. Das schweißt noch mehr zusammen, nicht? Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihm hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns ja bald wieder. Ich freue mich auf den Stadionbesuch. Die Überraschung war heute richtig toll. Ich besuche die Annette. Ich hoffe, dass ich ihr eine große Freude bereiten kann. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt einfach dabei und schaut es euch an. Und jetzt geht's los. So, wir sind jetzt hier in Burgdorf und schauen wir mal, ob jemand aufmacht. Und damit ich nicht mit leeren Händen da stehe, habe ich auch ein paar Geschenke mitgebracht. Hallo. Hi, ich bin der Ron von Hannover 96. Und wir haben uns gedacht, wir statten euch mal einen kleinen Überraschungsbesuch ab. Nein, das ist ein Scherz. Oh mein Gott, nee. Also, wir würden auch reinkommen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Also, das ist kein Problem. Also, ja, das ist spannend. Rein. Dann kommen wir mal rein, ne? Dann, sag mal so, hallo, ich bin der Ron. Ja, hallo. Ja. Ist ein bisschen surreal vielleicht. aber. Ja, was machen wir? Ja, wir kommen jetzt einfach rein. Alles ist ganz entspannt, alles gut. Das ist jetzt irgendwie so ein Scherz, ne? Ja, 15 Uhr klingelte es bei uns an der Tür. Ich dachte, mein Gott, 15 Uhr, das kann der Briefträger sein oder unser Nachbar. Ich habe die Tür aufgemacht und habe nur gedacht, oh, das Gesicht kenne ich irgendwoher. Ja, dann war der Herr Ron Robert Zieler vor der Tür. Ja, ich habe nichts sagen können. Ich war ohne Worte. Ich bin immer noch ohne Worte. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch ganz perplex, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe bei Instagram von 96 den Aufruf gesehen, dass man quasi Personen vorschlagen soll, die in der Corona-Zeit irgendwas Schönes geleistet haben. Ja, und da habe ich gleich an meine Mama gedacht, weil die in der Altenpflege arbeitet, schon sehr, sehr lange. Und da das ja eh schon kein einfacher Beruf ist und jetzt in der Corona-Zeit einfach nur noch schwieriger gemacht wird durch jede Beschränkung, Kontaktbeschränkung und so weiter, habe ich gedacht, es wäre ganz schön, weil ich weiß, dass 96 ihr sehr wichtig ist und das auch was war, worauf sie sich immer gefreut hat, wo sie immer quasi auch darauf hingearbeitet hat quasi. Habe ich gedacht, das wäre ganz schön. Da habe ich mich gemeldet. Und hier steht er. Ich sage ja immer so, pflege so, wie du gepflegt werden möchtest, sage ich mal. Das ist so. Ja, ich sag mal, dass man zum Beispiel, den man da jeden Tag gepflegt und gehegt hat, dass der dann auf einmal stirbt, sage ich dann mal. Ne? Obwohl er auch noch gar nicht so alt war. Ja, das denkt man auch. Das Leben kann denn doch recht kurz sein. Ne?
Man muss immer das Beste draus machen, denke ich. Und jetzt sind wir hier und jetzt machen wir mal ein halbes Stündchen, Stündchen. Ja, gerne. Oh, so eine schöne Zeit. Ich würde sagen, wir trinken mal ganz unkompliziert. Wir setzen uns hier hin, wir quatschen ein bisschen was. Ich hole mal Kaffee oder irgendwie. Ja. Also jetzt wäre es Kaffee, nicht so, Wasser? Ja, Käffchen würden wir nehmen, ne? Wirklich allergrößten Respekt vor dieser Leistung, jeden Tag ins Alters- und Pflegeheim zu gehen und da diesen Beruf auszuüben. Ich glaube, das nötigt wirklich den größten Respekt ab. Und ja, es ist wirklich beeindruckend, was Sie da leisten, auch als Team zusammen. Sie hat es ja auch kurz gesagt, also gewisse Dinge nimmt man dann leider auch mal mit nach Hause. Und deswegen war es, glaube ich, dann auch mal ganz schön, wenn es auch nur für ein, zwei Stunden ist, dass man dann auch ein Stück weit auch mal auf andere Gedanken kommt und ja. Vielen Dank nochmal für den Kaffee, aber jetzt habe ich euch natürlich auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Ich weiß nicht, gucken wir dann mal rein, ne? Was haben wir einmal für dich? War das was? Ach, der ist doch schön kuschelig. Ziehen wir doch mal gleich an hier. Genau, so sieht es nämlich aus. Niemals allein, wie sich das gehört. Ja, niemals allein. Das ist auch schön, ja. Ja, also vielen Dank. Stimmt, ja. Und dann habe ich noch was Persönliches mitgebracht. Habe ich noch ein Trikot von mir. Ein original getragenes Trikot. Also jetzt nicht in den letzten Wochen, sondern davor natürlich. Okay. Ist klar. Das ist ja mit Unterschrift, ne? Und ich habe auch da gleich zu ihm gesagt, natürlich gleich mit Datum, damit das auch alles so Hand und Fuß hat. Und hier habe ich noch ein paar Geschenke auch noch für den Rest der Familie. Ihr könnt dann mal gucken, ob da was dabei ist. Danke. Oder unter dem Weihnachtsbaum am 24. Ja, oder das so. Das wäre doch mal eine super. So machen wir das. Ja, das machen wir. Super. Ohne Worte. Ich muss den Tag erstmal ein bisschen Ja, also es ist schon natürlich erstmal ein bisschen surreal, so jemand vor sich stehen zu haben oder vor sich sitzen zu haben dann. Und dann trinkt aus deiner Tasse und sitzt bei dir im Wohnzimmer. Aber ja, war sehr nett. Super Idee. Also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Absolut nicht mit gerechnet. Weil ich freue mich ja immer, wenn wir Fußball gucken, beziehungsweise 96 sowieso. Und wir freuen uns, wenn Ron-Robert Zieler da mal im Tor steht und überhaupt da zu sehen ist im Fernsehen. Und dann habe ich den jetzt live gesehen. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank nochmal. Also, echt toll. Super gemacht. Echt. Vielleicht kann sich 96 ja das auf die Fahne schreiben, dass wir das jedes Jahr mal machen mit ein paar Spielern. Und wenn man auch sieht, wie gut das auch ankommt, dann kann man ja auch sagen, dass man das jedes Jahr macht.